Auch abseits von Corona steht die Regierung derzeit unter Druck. Vor allem auch der türkise Teil. Korruptionsermittler haben Jahrtausende Nachrichten aus dem Handy von Thomas Schmidt geholt, dem ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium und jetzigen ÖBAG-Vorstand. Darin wird unter anderem angedeutet, dass der katholischen Kirche mit der Abschaffung von Steuerprivilegien gedroht wurde, nachdem diese die türkise Flüchtlingspolitik scharf kritisiert hatte. Bitte Vollgas geben, soll Kanzler Kurz sogar getextet haben, bevor Schmidt einen hohen Kirchenvertreter dann diesbezüglich persönlich getroffen hat. Christian Jentsch hat den Priester heute darauf angesprochen. Die katholische Kirche zahlt für ihre Gotteshäuser wie den Stephansdom keine Grundsteuer. Aber auch der Grund, auf dem Synagogen und Moscheen stehen, wird nicht versteuert. Das ÖVP-Finanzministerium wollte das in der Koalition mit der FPÖ ändern und traf sich vor ziemlich genau 2 Jahren mit dem Generalsekretär der Bischofskonferenz. Der Generalsekretär des Finanzministeriums wollte thematisieren, was ja auch das gute Recht des Staates ist, in welchen Bereichen es finanzielle Verbindungen gibt und auch ausloten, ob es am einen oder anderen Bereich eine Möglichkeit gibt, etwas zu verändern. Aus Chatprotokollen zwischen dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmidt und Bundeskanzler Sebastian Kurz geht hervor, dass Schmidt die Kirchenvertreter zum Schwitzen gebracht hätte. Also ich habe einen anderen Eindruck vom Gespräch gehabt. Also da war ich nicht in der Defensive, sondern ich konnte manche Informationen dort weitergeben, wo ich das Gefühl gehabt habe, dass sie im Finanzministerium nicht ausreichend bekannt waren. Das Treffen war übrigens einmalig, geändert hat sich nichts. Es wurde bei diesem Gespräch bloß angekündigt, dass über die Themen noch weiter geredet werden soll. Hätte die ÖVP die Privilegien der katholischen Kirche angegriffen, sie hätte auch alle anderen 16 Religionsgemeinschaften gegen sich aufgebracht.